Ich wollte mit 16 Jahren fort von daheim, weil meine ganze Family mich einfach nicht verstanden hat. Ich bin mir vorgekommen wie der letzte Dreck, weil alle mich behandelt haben, also bin ich ganz gehörig wär. Ich hab mich 40 tätowieren lassen und stoppen wie ein Loch, weil ich denk manchmal, dass ich alles vergessen kann. Doch ich war nur noch aggressiv und laut und depressiv dazu, und alles war mir scheißegal. In meinem Kopf war ich verwirrt und ich hab nur mehr gewiss, was ich mit meinem Leben machen soll. Ob ich mich umbring oder nicht, oder davor ein ganz, ganz Witz, das Ganze war mir einfach zu viel. Ich war ein Teenager und ich hab so denk, ich war erst 16 Jahre. Und ich hab gemeint, die Welt ist voll gegen mich, doch das war gerne wahr. Ich war ein Teenager und ich hab so denk, ich war erst 16 Jahre. Und ich hab gemeint, die Welt ist voll gegen mich, doch das war gerne wahr. Doch irgendwann hab ich so geschnallt, wenn man nur hasst und keiner mag, dass das keine Zukunft hat. Weil ich war nämlich selber schuld und nicht die andere. Ich hab zum Glück noch früher nur gemerkt. Jetzt geht's mir wieder gut, ich bin von deren Drogenwerk, hab ich lieber wieder voll im Griff. Ein Teenager, der pubertiert, ich glaub, ihr wissen alle, wie beschissen das doch ist. Jetzt hab ich selber Kind und wehr mich auch gegen meine Angst, wenn dir mal in der verdammte Alter kommt. Doch dann denk ich den einfach zurück, wie's bei mir früher selber war, und hoff, dass ich sie denn verstand. Weil es sind Teenager und die denken so, das tust mit 16 Jahren. Und sie meinen, die Welt sei voll gegen sie, doch das ist gerne wahr. Ja, das sind Teenager und die denken so, das tust mit 16 Jahren. Und sie meinen, die Welt sei voll gegen sie, doch das ist gerne wahr. Get it, boy.